kleinen, aber feinen Zimmer von Markus Hobiger in der Frühstückspension Wallner. Hinter Markus ist ein Bett, da sehe ich einen Kasten und hinter mir ist noch ein kleines Badezimmer. Insgesamt hat das Zimmer etwa 8 Quadratmeter. Wie gesagt, klein, aber fein. Markus, warum hast du dich für dieses Zimmer für die Pension Wallner entschieden? Ja, ich habe mich deshalb entschieden, dass ich habe im Vorfeld bei ein paar Unterkünften also nachgefragt, ja. Und die meisten waren eben schon besetzt, die Gurten halt, ne? Und die anderen waren halt zu teuer, die Pensionen, und darum habe ich mir ich habe lange dann überlegt, ob ich mir das nehmen soll, und dann habe ich noch das billigste für Einzelzimmer gefunden, weil 42 Euro ist ein Einzelzimmer. Für das Einzelzimmer ist, sag jetzt einmal, das Billigste, was ich gefunden habe von den Einzelzimmern her. Ne? Und wie wir dich kennen, verbringst du sowieso nicht besonders viel Zeit hier im Zimmer, weil wir wissen, wenn du eine Reise machst, dann gibt es viel zu erzählen. Unter anderem haben wir auf deinem Facebook-Account schon ein Bild mit Matthias Stach gesehen. Ja. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Also ich bin mit dem Klaus Lippert, mit dem Turnierleiter, war ich am Montag auf der ganzen Anlage unterwegs. Und wie wir dann Richtung Center Court hingegangen sind, ne, ist entgegengekommen. Ich habe nicht gleich ihn gesehen. Ich meine, ich kenne ihn schon. Ja. Mhm. Ich kenne ihn schon vom Fernsehen, wie er ausschaut. Aber ich hab nicht genau geschaut. Und der Klaus hat gesagt, warte, Markus, mach mal kurz ein Foto mit dem Matthias. Und dann habe ich erst gesehen, dass er das ist. Ja. Und hat er gesagt, Matthias, kommst kurz her, mach mal ein Foto. Ne. Und dann haben wir sich zusammengestellt. Und habt ihr ein Foto gemacht. Haben wir ein Foto gemacht. Wie hast du den verregneten Tag heute verbracht? Ja, also eigentlich großteils nur im Zimmer, ja. Mhm. Und also nicht viel, also ich bin um 9 zum Frühstück gegangen, ne? Circa, ja, um 9 zum Frühstück gegangen. Dann habe ich gehofft natürlich, dass der Regen leichter wird, mhm, ja, weil ich auf die Anlage gehen wollte, ja, den Spielern zuzuschauen, also den CTP-Turnier zum Schauen, oder und dann habe ich natürlich gehofft, dass ich heute noch zum Spielen komme, die erste Runde. Mhm, und ja, dass es ein bisschen also weniger wird mit dem Regen, mhm, ne? Aber leider ist es nicht geworden, nichts draus geworden, und mittags bin ich nur dann in die Altstadt gegangen, und mhm, dann war ich nur bei McDonald's gegessen. mit Klappil, ja. David, und die habe ich da getroffen, und ja. Mhm. Du bist jetzt schon seit Samstag da, hast also ja Kitzbühel schon ein bisschen getestet. Ja. Was kannst du den anderen Spielern der Hobby-Tennis-Tour empfehlen? Was darf man nicht versäumen aus der Sicht von Markus Hobiger? Also, was darf man nicht versäumen, ist eine gute Frage. Entschuldigung jetzt, ja, aber das war jetzt ein bisschen... was darf man nicht versäumen? Also, wo gibt es was Gutes zum Essen? Ich sage jetzt wo einmal, bist du am Abend hin? Am Abend also gibt es ein paar gute Möglichkeiten. Zum Beispiel in Huberbräu. Dann gleich gegenüber ist die Pizzeria. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Pizzeria, also die beste Pizzeria, die ich kenne, persönlich. Also ja, die beste, du kennst auch. Die ich kenne überhaupt, ja. Überhaupt. Also da gibt es wirklich super Pizza, da in Kitzbühel. Ne? Dann beim Eckerwirt ist man auch sehr gut. Mhm. Ja, und wer das Nachtleben genießen will, ganz einfach, sag jetzt einmal, sollte ins Londoner gehen. Was ist das Londoner? Das Londoner ist ja so ein Nachtlokal, so ein Pub ist das, ne? Okay. Wo es auch viel Bier gibt. Wo es auch viel Bier gibt, also alkoholische Getränke halt, ne? Mhm. Und. Da ist immer recht viel los, nicht? Mhm. Da war ich früher auch, nicht? Also wie ich da war in Kitzbühel, war ich da auch. Aber wie gesagt, es ist halt jedem seins überlassen, was er machen will. Gibt so auch viele Möglichkeiten. Dann mit der Hahnenkampagne fahren. Hast du schon gemacht? Nein, heuer noch nicht. Okay. Aber generell habe ich schon gemacht. Also, auch im Sommer, nicht im Winter. Im Sommer, ja, wo das Turnier da war. Also habe ich, aber heuer noch nicht. Heuer wird es wahrscheinlich nicht ausgehen, weil ich ja andere Prioritäten heuer da habe. Mhm. Also kommen wir zu deinen Prioritäten. Ja. Ich nehme an, du hast das Tennisspiel angesprochen. Genau. Du spielst beim Challenger-Bewerb und beim 500er-Bewerb. Genau. Was sind deine Ziele? Was erwartest du dir? Also
beim Challenger-Bewerb, sage ich jetzt einmal, war vorher mein Ziel, also bevor ich die Auslösung gewusst, also überhaupt, war vorher mein Ziel, ganz einfach, dass ich, darum bin ich ja da, ja, dass ich das Halbfinale erreiche. Das ist mein Ziel einmal, also vorrangig, ja, dass ich dann am Grenzen spielen kann, in Kitzbühel, auf der ETP-Anlage, nicht? Und also das ist mein Ziel vom Challenger und beim 500er ist mein Ziel, dass ich die Quali überstehe. Dann spiele ich Quali nicht und dann ja, das ist einmal beim 500er Turnier mein Ziel. Weil dann spiele ich gegen einen Starken in der ersten Runde und da wird nichts zum Holen, wahrscheinlich nichts zum Holen sein. Ne? Gut, dann wünschen wir dir auf alle Fälle viel Erfolg beim Challenger-Bewerb und dass du ins Halbfinale kommst. Danke. Und ich verabschiede mich hiermit heute für den ersten Tag der HTT in Kitzbühel.